So, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte in dem Video heute einem Gildenmitglied, dem Alex, zeigen, wie man etwas herstellt. Er ist neu im Bereich MMO und kennt sich noch nicht so aus. Ich zeige ihm das anhand vom Waffenschmieden. Zuerst sollte man mal beginnen, dass man sich die richtige Schmiedestelle sucht. Ist ganz einfach, man geht auf die Karte. Hat meistens dann schon dieses Symbol und da steht schon dabei Schmiedestelle, Schneidertisch. Und man sollte sich dorthin begeben. Mit der Taste F kann man sich einen Wegpunkt erstellen, steht eh alles unten. Und wir laufen schon zur Schmiedestelle. So, das sehen wir auch schon. Jetzt suchen wir uns den Amboss. Da ist er. Drücken einmal die Taste E und ich bin schon im Crafting-Menü und kann jetzt hier beginnen, eine Waffe zu schmieden. Wesentlich dabei ist, ich brauche natürlich die Rohmaterialien, in dem Fall Eisenerz oder das bessere Feineisenerz habe ich. Das zieht man hier einfach dann rein und sagt einmal veredeln. Und dann bekomme ich aus dem Erz die Stahlbahn und zusätzlich noch nachher zum Aufwerten andere Materialien. Und prinzipiell das war es auch schon. Dann kann ich hier, wenn ich auf den Button Herstellen gehe, mir die verschiedenen Waffentypen aussuchen, was ich craften möchte, beziehungsweise hier kann ich noch umschalten zwischen Waffen und Rüstungen. Aber ich gehe jetzt einmal ganz einfach. Ich schmiede ihm jetzt hier ein Schwert. Er ist derzeit Stufe 8, also kann ich hier die Stahlbahn, die Menge erhöhen, dass ich hier auf Stufe 8 bin und er hätte einen Schaden jetzt von 22. Ich kann jetzt zusätzlich noch Eigenschaften hinzufügen, das heißt, ich kann das Schwert nochmal zusätzlich verbessern. Einen Türkis habe ich schon, somit kann ich hier schon Magieresistenz um 2% und die Rüstung erhöhen. Aber wir machen jetzt gleich eine gute Waffe draus und gehen da ein bisschen in die Höhe, machen wir Stufe 14. Und das war's auch schon. Wenn ich dann alles zusammen habe, was ich brauche, gehe ich hier kurz auf Herstellen. Und ich habe meine Waffe schon im Inventar. Ich kann aber jetzt hier noch mehr machen. Und zwar, damit ich wirklich gute Waffen und Rüstungen herstellen kann, kann ich einerseits hier mal Waffen, die ich nicht benötige, verwerten. Das geht auch ziemlich leicht. Ich nehme jetzt hier ganz einfach ein. Was braucht man denn nicht? Was ist am niedrigsten? 40, 46. Nehmen wir das, ist egal. Ich gehe es hier jetzt auch wieder. Ich ziehe es einfach hier nur rein, sage verwerten. Und habe jetzt dann das Produkt Zitrin erhalten, was ich nachher zum Aufwerten benötige. Aber was ganz interessant ist, wie gesagt, das Aufwerten. Ich kann hier dann meine Waffen aufwerten, von normal auf erlesen, auf überlegen, episch und dann noch auf noch legendär. Und für das alles brauche ich halt diese Materialien nachher. Damit es überhaupt einmal so weit kommt, kann ich hier doch noch analysieren. Das heißt, ich kann hier jetzt, was haben wir da, eine Keule. Kann ich zum Beispiel den Bonus gestärkt hier analysieren? Hier einen Rechtsklick auf Analysieren. Dann wähle ich diese Waffe aus, die ich zerstören muss, damit ich es analysieren kann. Und dann sage ich einfach nur Eigenschaften erlernen und es läuft der Timer runter. Am Anfang sind 6 Stunden, dann 12 und das steigert sich dann je nachdem. Und ich kann mir hier diese ganzen Dinge freischalten. Muss es aber bei jeder einzelnen Waffengattung extra machen. Genauso geht das dann bei der Rüstung. Hier kann ich auch etwas analysieren. Beispiel hier die Robustheit. Bekomme jetzt die Information, dass ich bereits etwas analysiere. Das heißt, ich muss jetzt 6 Stunden warten und kann dann nachher mit dem beginnen.
Darum sei es von Anfang an geraten, dass man sehr früh mit diesem Analysieren beginnt, weil dann kann ich ziemlich schnell gute Waffen herstellen. Ja, und das war auch schon die ganze Zauberei bei dem Ganzen. So funktioniert prinzipiell jedes Crafting. Die Alchemie schaut ein bisschen anders aus, wenn man Tränke herstellt. Das schauen wir sich noch kurz an. Dazu benötigen wir jetzt einmal einen Alchemietisch, der ist da oben. Da brauche ich erst einmal ein Lösungsmittel. Da gibt es auch verschiedene Qualitätsstufen. Das klare Wasser ist derzeit das Beste, was ich mit mir mit habe. Und dann habe ich hier schon meine Zutaten. Man muss immer schauen, dass es zusammenpasst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Heiltrank möchte, muss ich schauen, dass ich hier das Leben wiederherstellen habe und hier auch, und dann sage ich eigentlich nur mehr herstellen. Und ich habe zwei Tinkturen des Lebens hergestellt. So, haben wir noch irgendwo, ja, da haben wir eh noch was, stellen wir das auch noch gleich her. Und ich steige hier, je nachdem wie viel ich herstelle, natürlich auch von der Stufe. Ja, und das war's auch schon. Mehr ist es nicht. Das ist keine Hexerei. Man kann genauso seine Zauberstäbe bzw. seine Lederrüstungen, Stoffrüstungen herstellen. Und ja, wenn es Fragen gibt aus der Community, wie was geht, schreibt mir einfach. Ich werde dann dementsprechend auch ein Tutorial-Video machen. Ja, und das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, tschüss.